Die meisten Deutschen haben ein paar private Schulden. Dazu trägt jede und jeder mehr als 25.000 Euro Schulden des Staates auf den Schultern. Eine vierköpfige Familie belasten schon 100.000 Euro Staatsschulden. Unser ganzes Land 2 Billionen. Und die Schulden der Welt sind auf 40 Billionen Euro gestiegen. Kann das gut gehen? Platzt die Schuldenblase irgendwann? Wer ist schuld an den Schulden? Leben wir schon lange über unsere Verhältnisse? Es geht längst nicht mehr um Geld, es geht um Gerechtigkeit. Sie fragen sich, zahlen unsere Kinder morgen die Staatsschulden von heute? Und die Menschen haben die Schnauze voll, nur noch dafür zu arbeiten, damit andere ihr Geld ordentlich verzinst bekommen. Wir sind dabei, wenn der Kämmerer der am höchsten verschuldeten Stadt Deutschlands gegen die Pleite kämpft. Sie haben einfach alle vergessen, dass es riskant ist, auf Pump zu leben. Was haben die Hypotheken dieser Familie in Amerika mit unseren Millionären zu tun? Die Superreichen, die Finanzbranche, die Investmentbanken schreiben sich im Moment die Regeln nach eigenem Gusto, nach eigenem Gutdünken, wie sie es wollen. Und die Politiker haben dem wenig entgegenzusetzen. Professor Max Otte hat sich einen guten Ruf als Schwarzseher erworben. Otte hat als einziger Wirtschaftswissenschaftler die Krise 2008 vorhergesagt. Er wäre gerne hoffnungsfroh, aber nichts ist überstanden, sagt er. Es ist brandgefährlich, auch im vermeintlichen Musterland bei uns. Die Staatsschulden bleiben explosiv, allen Beteuerungen der Politik zum Trotz. Die Ruhe, die wir jetzt haben, ist trügerisch, das ist die Ruhe vor dem Sturm, denn wir haben ja keines der Probleme wirklich gelöst. Der Stabilisierungsfonds ist noch nicht richtig ausgearbeitet, die Sparprogramme alleine reichen nicht. Da geht demnächst irgendwas weiter, gibt jetzt mal einen Moment der Pause und dann bricht es wieder über uns hinein. Griechenland ist da nur die Spitze vom Eisberg. Die Gefahr lauert unter der Oberfläche. Jede deutsche Regierung gab mehr aus, als sie einnahm. Getilgt wurde so gut wie nie. Politik ohne Schuldendisziplin. Unvorhersehbares wie die Ölkrise verführte zum Schuldenmachen. Auch die Wiedervereinigung kostete immens viel. Die Schulden stiegen stark. Und erst recht die Finanzkrise 2008. Milliarden über Milliarden. Ein steiler Anstieg auf heute mehr als 2 Billionen Euro Staatsschulden in Deutschland. Wie gefährlich das ist, zeigt die Verschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt, also der deutschen Wirtschaftsleistung, von knapp 20% auf heute über 80%. Oberhausen ist Deutschlands am höchsten verschuldete Kommune. Was machen diese Schulden mit den Bürgern? Familie Dönch-Odenthal und ihre zwei Kinder Luke und Mila lässt die exorbitante Staatsverschuldung Deutschlands ziemlich unbeeindruckt. Jedenfalls morgens um 7. Obwohl allein ihre kleine Familie mehr als 100.000 Euro Staatsschulden belasten. Rein statistisch. Gundula Odenthal arbeitet als Sprachtherapeutin, nur am Wochenende. Lars Dönch als Landschaftsgärtner. Sie sind beide in Oberhausen geboren. Guten Appetit. Täglich allerdings werden sie daran erinnert, dass sie am Schuldentiefpunkt der Republik wohnen. Jo, Lars heute wieder. Jeder Oberhausener Bürger wird den Sparkurs spüren. Es gibt etwas Neues. Für Unternehmer, Mieter, Eigentümer und Spielfreudige wird es teurer. Der Kämmerer kündigt 500 Millionen Sparpakete. Super. Wo denn noch? Ich mag es gar nicht mehr lesen. Also ich habe jetzt keine Angst. Also ich habe das irgendwie in einem gewissen Humor, betrachtet man das halt mittlerweile, weil ich sage, Oberhausen 25 Jahre schon hoch verschuldet. Versucht jetzt in den nächsten, was haben Sie geschrieben, 10 Jahren, 500 Millionen Euro zu sparen.
Ja, sollen sie probieren. Also... Es ist ein Dauerzustand, in dem wir leben. Und insofern natürlich schiebt man den schon ein Stück weit weg, weil man hat ja seinen Mikrokosmos, gerade mit den zwei Kindern, in dem man versucht, klarzukommen. Hm. Und ja, es ist so ein Damoklesschwert, was die ganze Zeit über einem hängt. Direkt gegenüber das Rathaus von Oberhausen. Der Kämmerer der Stadt kämpft schon früh morgens gegen das Damoklesschwert. Da passt es ins Bild, dass er griechischer Herkunft ist. Apostolos Zalastras verwaltet ein paar hundert Millionen Euro städtische Ausgaben pro Jahr. Allein 55 Millionen davon Schuldzinsen. Leider halten die Einnahmen nicht mit. Herr Zalastras kämpft deshalb mit dem Rücken zur Wand. Wenn man das jetzt vergleicht und zusammenrechnet, dann kommt ein Jahresergebnis heraus von minus 150 Millionen. Und das schon seit langem. Wir haben seit 25 Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt. Das ist also keine neue Erscheinung, sondern eine lange strukturelle Entwicklung, die sich auch nicht verbessert, sondern in der Spirale auch verschlechtert. Und je mehr Kämmerer Zalastras spart, desto mehr verliert Oberhausen an Attraktivität. Ein Teufelskreis. So, wir müssten mal kurz die Zahlen abgleichen, die wir gekriegt haben für den Haushalt 2012. Ja. Dem Kämmerer bleibt nicht viel Spielraum. Steuern erhöhen, neue Steuern einführen. Aber das ist fast ausgereizt. Und obendrein nicht sehr bürgerfreundlich. Die ordentlichen Erträge werden sich auch auf jeden Fall. Also Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuererhöhung bis hin zur Einführung der Sexsteuer und jetzt die Diskussion der Bettensteuer im Bereich der Hotels, das sind alles Diskussionen, die wir führen und wo Erhöhungen entweder anstanden in der Vergangenheit oder auch weiter anstehen. Warum ist seine Stadt fast pleite? Hat Oberhausen schlecht gewirtschaftet? Oder am Finanzmarkt gezockt? Nein. Zehntausende Industriearbeitsplätze gingen über Jahre hinweg verloren und damit die Steuereinnahmen. Das hat die Stadt im Ruhrgebiet in die Schulden getrieben. Lars Dönch, der sein Geld als freier Landschaftsgärtner verdient, macht sich immer mehr Sorgen um seine Stadt. Was passiert generell mit Oberhausen, um halt wirtschaftlich wieder hochzukommen? Welche Firmenansiedlung wird hier stattfinden, wenn die Gewerbesteuer so hochgesetzt wird? Das ist ja fast nicht mehr attraktiv für diese Städte. Und da muss man halt gucken, was passiert. Städtische Gebühren steigen ständig. Erst im letzten Jahr wurde der Kindergarten teurer. Schulden sind nicht gerade familienfreundlich. Schulden schaffen Ungerechtigkeiten. In der Nachbarstadt Düsseldorf ist der Kindergarten gratis. Ich glaube, Düsseldorf ist komplett frei und die haben auch die schöneren Einrichtungen. Also eigentlich ist es ja, schon sehr unfair. Spielplätze, Büchereien, Busse. Die Stadt hat Stück für Stück ihr Angebot zurückgefahren. Das macht's nicht verlockender, in Oberhausen zu wohnen. Aber die Familie steht zu ihrer Stadt. Apostolos Zalastras, der Kämmerer, unterwegs zum nächsten Termin. Oberhausen drücken fast 2 Milliarden Euro Schulden. An Tilgung ist gar nicht zu denken. Irgendwann mal. Vielleicht. Im Augenblick geht's darum, neues Geld aufzutreiben, um die Pleite zu vermeiden. Wenn die Märkte entscheiden, dass man Kommunen keine Kredite mehr gibt, dann werden wir zum Land gehen. Und wenn dann Banken entscheiden, auch Ländern keine Kredite mehr zu geben, dann kriegt die ganze Bundesrepublik ein Problem, was die Finanzierung der staatlichen Aufgaben angeht. So gesehen, im Prinzip kann eine Kommune nicht pleite gehen, aber der Staat kann große Probleme bekommen, die im Augenblick nicht vorhersehbar sind. Nicht nur in Oberhausen tickt die Schuldenuhr. Nicht nur in Deutschland. Die ganze Welt ist eigentlich ein Pleiteplanet. Wachstum durch Schulden war die Devise fast aller Staaten. Und die Finanzkrise hat den ganzen Globus mit noch mehr Schulden infiziert. Staaten mussten einspringen, um ihre überschuldeten Banken zu retten. Die hatten faule Kreditpakete aus Amerika gekauft, wo sich Millionen Hauskäufer verschuldet hatten, bis die Blase geplatzt war. Ein Schneeballsystem.
Am Nabel der Finanzwelt zeigen sie mit erhobenem Finger auf das verschuldete Europa. Amerika ist noch mehr verschuldet. Jede Regierung schiebt die gesetzliche Schuldengrenze nach oben. Jetzt sind es 15 Billionen Dollar, das heißt 100% Staatsverschuldung, gemessen an der Wirtschaftskraft. Ein Horrorszenario nennt das Kenneth Rogoff, berühmter Harvard-Gelehrter, der Staatsbankrotte der letzten 800 Jahre untersucht hat. Immer dasselbe Muster hat er herausgefunden. Runterspielen, beschwichtigen. Und jedes Mal ging's schief. They think it's just like a bad cold, a bad flu, it's over. They're wrong. This is more. Die Leute denken doch, das sei nur eine Erkältung. Falsch. Es ist eine Lungenentzündung. Ich sage, die zweite große Weltwirtschaftskrise. Und sie wird lange dauern. Die Amerikaner begreifen langsam, dass die Schulden uns noch lange verfolgen werden und wir einen Plan brauchen. Ich glaube, dass die Politiker in Europa Bescheid wissen. Aber die möchten nicht die Überbringer der schlechten Nachricht sein. Das überlassen sie uns Wirtschaftsprofessoren. Die, die einst am lautesten waren, schweigen mittlerweile. Die Spekulanten, Investmentbanker und Hedgefondsmanager von der Wall Street. Sie lassen ihre Geschäfte inzwischen sogar von der Polizei beschützen, weil schon Schulkinder ihnen ihre Empörung ins Gesicht schreien. Wir sind die 99%, die nichts von euren Geschäften haben. Aber es ändert nichts. Amerika tut immer noch so, als seien die Schulden ein rein europäisches Problem. Die USA machen sich was vor. Unsere Politik ist wie gelähmt. Wir leihen uns Geld wie verrückt. Und die Politiker sagen, die wollen doch alle unsere Staatsanleihen. Alle geben uns Kredite. Ich sage ihnen, unsere Schulden haben schon die Stratosphäre erreicht. Und wenn wir noch 5 oder 10 Jahre so weitermachen, haben wir ein Riesenproblem. Die horrende Staatsverschuldung der USA zerreißt die Gesellschaft. Hier auf dem platten Land nahm die jüngste Explosion der Staatsschulden ihren Anfang. Auch unsere. Wie ein Brandbeschleuniger haben die Hypothekenschulden von Privatleuten die Staatsschuldenkrise angefacht. Millionen überschuldeter Hausbesitzer rutschten in die Armut. Auch Familie McDonough. Sie sollten die Hälfte ihres Einkommens an Zinsen für ihre Haushypothek bezahlen. Wir sind hier eingezogen und es war ein Traum. Das hatten wir uns gewünscht, dafür hatten wir geschuftet. Ein Traum. Und er wurde schnell zum Albtraum. Die Eltern Jen und Bob wissen, dass sie der Bank viel zu arglos blind vertraut haben. Die hat ihnen die Kredite förmlich aufgedrängt. Und dann noch die 6 Kreditkarten. Bis zum Limit ausgeschöpft. Leben auf Pump. Das war normal. Kurz vor der Totalpleite hat Jen alle Kreditkarten weggeworfen. Und die 4 Kinder wissen ganz genau, keine Kreditkarten, niemals auf Pump. Die McDonoughs haben ihr Haus für $330.000 fast nur mit Bankkrediten finanziert. Kein Problem, meinte die Bank. Die Hauspreise steigen 30% jedes Jahr. Da können sie nur gewinnen. Wir haben uns auf die Schulter geklopft. Wow! Unser Geld. Mit der Wertsteigerung des Hauses werden wir das College für unsere Kinder bezahlen. So haben wir das geplant. Wer konnte schon ahnen, dass die Häuserpreise zusammenbrechen? Die gefährlichen Schulden? Sie haben sie gar nicht gespürt. Es ist wie mit dem Frosch im Kochtopf. Das Wasser kocht langsam hoch. Irgendwann ist es zu spät, rauszuhüpfen. Du merkst nichts. Irgendwas riecht gut, aber du wirst ja selbst gekocht. Und dann muss Bob los. Der Abendjob. Tagsüber arbeitet er im Kundendienst einer Kopiererfirma. 8 Stunden. Abends noch einmal 2 Stunden bei Domino's Pizza. $7,75 die Stunde. Wenig genug, aber
Es muss sein. Die Schulden. Naja, die Bekannten schauen mich an. Was ist los? Das ist ziemlich demütigend. Die Leute sind echt überrascht, dass ich der Pizzabote bin. Hello. Oh, hello. $25. Okay. Thank you so much. We don't accept tips. Thank you. Die vier Kinder wissen, Mama hat zwei, Papa mehrere Jobs. Sie kriegen mit, wie die Eltern jetzt ordentlich Haushalt führen. Es kommt auf jeden Cent an. Bei ihnen und bei vielen anderen. Der Mittelstand in den USA verschwindet. Entweder ganz reich oder arm. Gewinner sind die Vermögenden. Sie wurden entlastet, die Armen bekamen Kredite. Und der Staat nimmt immer mehr Schulden auf, weil er zu wenig Steuern einnimmt. De facto sind die USA pleite. So wie viele ihrer Bürger. Ob es nun private Schulden oder Schulden des Staates sind, es muss den Leuten erst richtig wehtun, ehe sie was ändern. Vorher machen sie nichts, denn ohne Leidensdruck, warum sollten sie? Die nächste Generation bezahlt, das ist sicher. Familienschulden, wie auch die Schulden des Staates, sind die Lasten der Zukunft. Darüber redet in Deutschland niemand gerne. Unsere Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, 2,5 Billionen. Wir haben 2 Billionen an Schulden, 80% des BIP, offiziell. In Wirklichkeit sind es viel mehr. Rechnet man allein die künftigen Renten- und Pensionslasten dazu, 5 Billionen. Versteckte Schulden. Damit übersteigt unsere Verschuldung 200% unserer Wirtschaftskraft. Ein Albtraum. Wir sind jetzt schon mit der offenen Staatsverschuldung von 2 Billionen, 80%, eigentlich über unserer Grenze. Und dazu kommen ja noch 100-200% implizite, versteckte Verschuldung. Und das zusammen führt natürlich zu erheblichen Spannungen. Es ist nicht so, dass die nächste Generation das bezahlen muss oder auch nur bezahlen kann. Aber es wird zu Verteilungskonflikten führen. Also wie viel vom Kuchen in der nächsten Generation steht den Rentnerinnen und Rentnern zu? Wie viel steht den Arbeitenden und Schaffenden zu? Und diese Verteilungskonflikte werden enorm werden. Ortwin Guhl hält die Politik, die die Schuldenberge anhäuft, für unverantwortlich. Vor allem die Banken tragen dafür Verantwortung. Dabei war Ortwin Guhl selbst Direktor der örtlichen Sparkasse, bevor er sie verließ. Und zwar mit Wut im Bauch. Denn die Bankenaufsicht wollte ihn dazu bringen, nicht nur regionale Bankgeschäfte zu machen, sondern globale Deals. Risiken streuen. Das hätte zum Beispiel geheißen, in die faulen Hypothekenpapiere amerikanischer Häuslerkäufer zu investieren. Guhl hat sich gewehrt. Ich habe die Konsequenz gezogen und habe gesagt, mit solchen Dilettanten verkehre ich weiters nicht. Ich scheide aus. Ich hatte das Alter von 63,5 Jahren mit der erklärten Absicht, dann über den politischen Bereich hier zu wirken, damit diesen Dilettanten das Handwerk gelegt wird. Und damit die Bankenaufsicht wieder das tut, was sie notwendig tun soll, vernünftig die Banken zu beaufsichtigen und denen nicht ins Einzelgeschäft reinzureden. Ortwin Guhl will kein Banker sein. Er versteht sich als Ex-Bankier. Für ihn ein fundamentaler Unterschied. Tuttlingen ist fast schuldenfrei und hat einiges investiert, zum Beispiel in eine neue Hochschule. Ortwin Guhls Sparkasse hat mitfinanziert am Projekt Bildung. Es gibt eben schlechte und gute Schulden. Wir können nicht genug investieren in den Krebs unserer nachfolgenden Generation. Nur so haben wir eine Chance, unseren Wohlstand zu erhalten und womöglich auszubauen. Der aufrechte Ex-Bankier auf Firmenbesuch. Dieses Unternehmen stellt Umwelttechnik her. Ein klassisch schwäbischer mittelständischer Betrieb. Der Ex-Sparkassendirektor Guhl berät Jakob Hante, den Chef.
Wie geht's? Nein, schnell. Die Banken sind dazu da, solche Betriebe mit Geld zu versorgen, sagt Gul. Punkt. Und keine globalen Luftgeschäfte zu machen. Ausrufezeichen. Dass spekulatives Investmentbanking mit dem traditionellen Bankgeschäft vermischt wurde, das war Ortwin Gul schon immer ein Dorn im Auge. Er hatte recht. Und kleine Betriebe haben heute die Probleme. Ich möchte so formulieren, wer heute kein Geld braucht, dem wird das Geld von den Kreditinstituten nachgeschmissen. Und derjenige, der wirklich Geld braucht, hat Riesenprobleme. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Woran liegt's? Dadurch, dass die Kreditinstitute nicht mehr den Mut haben zu entscheiden, sondern ausschließlich nach den Ergebnissen ihrer Ratingsysteme handeln und das Hirn bei der Entscheidung außen vor lassen. Mit den globalen Spekulationsdeals der großen Banken wollte er nichts zu tun haben. Die haben sie doch selber nicht verstanden, sagt Gul. Und deswegen habe ich auch meinen Leuten stets aufoktroyiert, dass sie hier, wenn jemand wieder etwas Besonderes angeboten hat, denen gesagt habe, sie müssen die Eieruhr neben sich stellen. Und wenn derjenige länger wie 3 Minuten braucht, das Produkt zu erklären, dann fällt es sofort in den Papierkorb. Und damit sind wir gut gefahren. Schwäbische Bescheidenheit, ein Fremdwort in der großen Bankenwelt. Die Finanzbranche ist in wenigen Jahren allmächtig geworden und krisenanfällig. Deshalb sind die Schulden der Staaten ins Unermessliche gewachsen. Die Welt ist leider wirklich ein Tollhaus geworden. Es ist absolut verrückt. Aber diese Stimmungsschwankungen, diese Krisen und Kriselchen sind ja absolut im Interesse der Finanzoligarchie, der großen Finanzmarktakteure. Die verdienen immer dran mit. Sie tragen dazu bei, dass die Politik weiter entmachtet wird. Sie tragen dazu bei, dass die Bürger letztlich den Durchblick verlieren und auch nicht mehr so genau hinschauen. Und das ist das Problem. Die Macht der Banken ist gewaltig. Die Bilanzsummen dieser 6 Giganten sprengen jede Vorstellung. Es sind Billionen, mehr als die Haushalte der meisten Staaten. Diese 6 Banken machen den Derivat- und Devisenhandel auf der Welt fast unter sich aus. Und der ist mittlerweile gigantisch. Vor 20 Jahren betrug die gesamte Wertschöpfung der Weltwirtschaft 15 Billionen Euro. Davon waren etwa 1,5 Billionen spekulative Produkte der Finanzbranche. 1/10. Heute ist das globale Wirtschaftsaufkommen etwa 50 Billionen Euro. Die spekulativen Finanzprodukte aber über 500 Billionen. Das heißt, die Realwirtschaft hat sich verdreifacht, die Spekulationswirtschaft dagegen ver-300-facht. Diese Systemfehler, die müssen wir reparieren. Ansonsten werden wir eine Krise nach der anderen bekommen, die so gefährlich sein werden, dass sie alles, was die Menschheit in den letzten Jahrzehnten errungen hat, gefährdet. Wie war das möglich? Maggie Thatcher hatte vor über 30 Jahren die Regeln für die Finanzbranche in London gelockert. Das war der Urknall. Das große Zocken konnte beginnen. Banken ohne Schranken. Und als dann auch noch die Amerikaner ihre Bankgesetze lockerten, brachen auch an der Wall Street alle Dämme. Die zügellose Finanzbranche wuchs und wuchs. Da war sie, die Welt auf Pump. Zurück aus der Sphäre der Billionen ins Reich der Tausender. Familie Dönch-Odenthal kommt auch nicht ohne Schulden aus. Wir sind verschuldet, glauben in die Zukunft, genau. Aber wir wollen auch relativ schnell von den Schulden wegkommen, weil das ist für uns die Zukunft. Ja. Also zum Beispiel wohnen wir nicht zur Miete, sondern wir haben gekauft. Und haben natürlich wie jeder, der gekauft hat, erstmal Schulden. Aber wenn man gut haushaltet, denke ich mal. Sollen sie irgendwann halt eben nicht mehr da sein. Ja. Aber die Schulden, die überschaubar sind in unserem Rahmen, wo ein Ende in ja zumindest absehbarer Zeit da ist. Zu Lebzeiten da ist. Gerade auch für die Kinder. Genau. Ein Leben auf Pump, wie ihre hochverschuldete Stadt, wie ihr überschuldetes Land, wie viele Staaten auf der Welt, für die kleine Familie undenkbar. In der Hinsicht habe ich wirklich keine Probleme.
Weil das ist etwas Geld, das ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben und das mache ich in der Regel auch nicht. Das wäre ein Motto für Oberhausens Stadtkämmerer. Apostolos Zalastras auf schwieriger Mission. Löcher stopfen, sparen, wo nichts mehr geht. Kein Spaß, die Finanzen für Deutschlands Schuldenstadt zu verwalten. Termin im Düsseldorfer Landtag. Es geht um ein Hilfspaket für überschuldete Kommunen. Dabei steckt das Bundesland Nordrhein-Westfalen selbst tief im Schuldensumpf. Nächster Termin, städtische Feuerwehr. Es brennt. Wunderschönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Die Berufsfeuerwehrleute beklagen sich, dass kaum noch befördert wird. Wir auch, ohne Geld. Sparkommissar Zalastras muss die richtigen Worte finden. Schließlich geht es hier auch um Leben und Tod. Dann muss man gucken, dass das Gesamtgefüge am Ende auch noch stimmt. Weil wenn Sie nachher nur noch die Feuerwehr haben, dann wohnt hier keiner mehr. Dann brauchen Sie die auch nicht, weil die keinen mehr retten muss. So, das ist also, das Gesamtgefüge muss stimmen. Die Stadt muss als Stadt noch erkennbar sein. Das müssen Sie garantieren und möglich machen. Deswegen ist das alles nicht einfach. Als Schuldenkämmerer eilt er von einem städtischen Brandherd zum nächsten. Warum soll ich mich qualifizieren und ausbilden lassen, wenn ich genau weiß, ich habe gar keine Chance, in irgendeiner Art und Weise die entsprechende Besoldung dafür zu bekommen? Apostolos Zalastras kämpft für seine Stadt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Familie Dönch-Odenthal will nicht, dass ihre Stadt den Bach hinuntergeht. Ein ganzer Gebäudekomplex in der Innenstadt steht leer, das alte Lyzeum. Die Familie macht bei der Initiative mit, die das schöne alte Gemäuer retten will. Du hast doch schon mal angeschrieben, aber ich habe dich nicht gefunden. Für diese Events. Ein Kulturzentrum ist geplant. Die Stadt hat kein Geld dafür. Wenn Oberhausen in den Schulden versinkt, kann nur noch Bürgerengagement helfen. Die Initiative fürchtet, dass der Privatmann, der das alte, einst städtische Areal in der Zwangsversteigerung gekauft hat, nun damit spekulieren will. Wenn Sie als Stadt seit 10 Jahren durch ganz Deutschland getrieben werden, als die ärmsten Schweine, die überhaupt hier rumlaufen in der Bundesrepublik, ich meine, Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja gar nicht mehr, es gibt ja nur noch Oberhausen, dann haben Sie ein Problem, da will keiner investieren. Zu Losern? Ich schmeiß doch mein Geld nicht irgendwo hin, wo nur Loser gibt. Ja. Wenn die Finanzen, die Finanzpolitik, die eigentliche Bürgerpolitik ersetzt, dann ist das halt eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und wir, das ist aber auch international so, dass eben nicht die Banken die Gesellschaft übernehmen sollen, sondern die Basis. Schulden zerreißen die Gesellschaft. Schulden schaffen Ungerechtigkeiten. Das ist nicht nur in Oberhausen so. Weltweit wächst die Wut darüber, wie die Finanzlobby ihre Ziele verfolgt, ohne Rücksicht auf die Gesellschaft. Das kann nicht gut gehen. Darauf weist die weltweite Occupy-Bewegung hin. In New York logiert die Bewegung auf dem Asphalt, nur ein paar Meter weg vom Finanzzentrum der Welt. Wir sind die, die nichts von den Geschäften der Banken haben, nur die Lasten tragen dürfen, heißt es hier. Nicht nur der amerikanische Traum ist gescheitert. Auf der ganzen Welt haben sich die Gewichte in der Einkommens-, vor allem in der Vermögensverteilung, massiv verschoben. Schulden machen reich, aber nur wenige. Das sehen wir überall. Die Verteilung des Vermögens hat sich atemberaubend verändert. Wie bei den Gummibaronen vor 100 Jahren. Auf dem Höhepunkt der Ungleichheit. Da sind wir wieder. Die Explosion der Finanzbranche und die Schulden machen die einen arm und andere reich. Allein im letzten Jahr stieg die Zahl der Millionäre in den USA um 15%. In China sind es sogar 65% mehr Millionäre. Die Kluft zwischen Arm und Reich geht weltweit rasant auseinander. Wir Deutschen haben 9 Billionen an Privatvermögen angehäuft. Aber die Hälfte dieses Vermögens gehört einem einzigen Prozent. Und die Superreichen legen weiter zu.
Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich die unheilvolle Wirkung dieser neoliberalen Ideologie, die wir seit Ende der 70er Jahre haben. Unternehmenssteuer runter, Steuern auf Kapitaleinkünfte runter. Also diese Schulden sind mindestens, wenn nicht noch mehr, eine Folge fehlender Besteuerung von Unternehmen und Superreichen als auch der Schulden, des Schuldenmachen des Staates. Schon einmal explodierte die Ungleichheit in Einkommen und Vermögen. Als die Spekulationsblasen Ende der 20er Jahre geplatzt waren. Die Reichen wurden immer reicher, die Armen zum Millionenheer. Die Menschen hatten billige Kredite aufgenommen, um Konsumgüter zu kaufen. Auf Pump. Scheinwachstum durch Schulden. Die Welt brauchte viele Jahre, um sich von dieser Krise zu erholen. Die Schulden sind wieder da, nur mit ein paar Ziffern mehr. Schulbeginn für die McDonough-Kids. In der Klasse sitzen viele Kinder, deren Eltern aus der Mittelschicht abgerutscht sind. Amerika ist uns in vielem voraus. Robbie schämt sich ein wenig, dass sein Vater die Schule putzt, um ein paar Dollar in die klamme Familienkasse zu bringen. Aber Schuldenabbau kennt kein Pardon. Ein Fünftel der Amerikaner lebt inzwischen unterhalb der Armutsgrenze. Tendenz steigend. Mit eiserner Disziplin hat Jens Familie es geschafft, sich halbwegs aus dem Schuldensumpf zu befreien. Jen hilft anderen. Sie hat einen Blog für Leute mit großen Schulden. Field of Debt, Baustelle Schulden. Sie beantwortet Fragen aus dem ganzen Land und rät anderen, wie sie den Weg aus der Verschuldung finden. Es ist so wichtig, nicht allein zu sein. Und so kann ich wildfremden Leuten helfen. Sie suchen nach Mut und Hoffnung. Nie wieder Schulden. Sparen ist Familienprogramm. Mit der Bank haben sie notgedrungen ihren Frieden gemacht. Einmal im Jahr wird geschlachtet. Vorbei die Zeit, als Kreditkarten ihr Bargeld waren. Für die Kinder eine Lehre. Das hat wehgetan. Sie mussten es auf die harte Tour lernen. Die Kinder zahlen ihr Geld aufs Sparkonto. Jetzt ist klassisches Sparen angesagt. Eigentlich sind sie Opfer des Casino-Kapitalismus geworden, der verantwortungslosen Kreditvergabe durch die Banken an Millionen Amerikaner, die kaum je zurückzahlen konnten. Die Notenbank der USA hatte Amerika mit frisch gedrucktem Geld überschwemmt. Geld, das dann von den Banken Menschen wie den McDonoughs als Kredit angedreht wurde. Es sollte Wachstum ankurbeln und hat Unheil angerichtet. Die Banken mit Geld zu überfluten, genau das betreibt jetzt auch die Europäische Zentralbank. Wir haben im Moment sicherlich viel zu viel Geld auf der Welt. Es wurde Geld gedruckt, es wurde das Schuldenmachen erleichtert, und zwar nicht nur bei den Staaten, auch bei zum Beispiel der amerikanischen Immobilienblase. Und je mehr Geld sie haben, desto wichtiger wird das Geld. Und im Moment ist es ja tatsächlich so, dass Geld und die Geldgeber und die Finanziers die Realwirtschaft beherrschen und nicht ihr dienen. Das sind die Relationen im weltweiten Geschäft mit dem Geld. Der Wert aller Aktien, die im letzten Jahr an den Börsen gehandelt wurden, 45 Billionen Euro. Zum Vergleich, das haben alle Arbeitnehmer der Welt verdient im letzten Jahr. Und das sind die Märkte von Optionen und anderen Geldwetten, gigantische 1.500 Billionen. So genau weiß das keiner. Noch vor einigen Monaten hat jeder gesagt, das ist klasse, die Märkte werden sich schon selber regulieren. Das stimmt einfach nicht. Märkte brauchen Regeln, Märkte brauchen Gesetze, und es muss auch einen Schiedsrichter geben, der Sanktionen verhängen kann. Ansonsten machen die Menschen, was sie wollen.
Etwas kann nicht stimmen mit dem Finanzsystem, wenn mit Geldgeschäften ein Vielfaches von dem verdient wird, was Milliarden Arbeitnehmer und Maschinen auf unserem Globus schaffen. Hinter den Glasfassaden der europäischen Metropole Brüssel sitzen 700 Lobbyisten der Banken und machen Druck auf die EU-Politiker und setzen ihre Interessen durch. Das muss anders werden, meint Andreas Botsch. Er ist unterwegs zur ersten Versammlung einer neuen Organisation kritischer Finanzfachleute, die als David im Kampf gegen die Giganten der Bankenwirtschaft antreten will. Von Banken kommt immer das Argument, alles ist ungeheuer kompliziert. So kompliziert ist das gar nicht, wenn man genau hinschaut. Die Banken bedienen sich, die großen Investmentbanken bedienen sich der Kundeneinlagen und spekulieren damit. Und das heißt, sie leben auf Kosten der Kleinsparer. Sie behaupten aber immer, dass sie natürlich die Kleinsparer ganz besonders ins Herz geschlossen haben. Finance Watch nennt sich die neue Organisation. Eine Art Greenpeace der Bankenszene. Finance Watch will Transparenz und Durchblick. Und hat ein Thema. Wie kriegt man die wild gewordenen Finanzmärkte in den Griff? Wie verhindert man, dass die Exzesse der Banken zu Schulden der Staaten werden? Es kann nicht angehen, dass sich Finanzmärkte völlig verselbstständigen und der Politik letzten Endes diktieren, was gut für sie ist. Wir müssen das umdrehen und sagen, die Finanzwirtschaft und die Finanzdienstleistungen sind für die Realwirtschaft und für die Menschen da und nicht umgekehrt. Und Finance Watch hat schon Verbündete weltweit, die auch wollen, dass man die Profiteure der gigantischen Schuldenblase zur Kasse bittet. Zum Beispiel der US-Milliardär Warren Buffett. Ganz einfach, sagt er, mit Hilfe einer Reichensteuer. Es kann nicht sein, dass wir Reichen dieser Welt von der Verschuldung der Staaten profitieren, Zinsen kassieren und alle anderen bezahlen lassen. Es kann nicht sein, dass wir Millionäre weniger Steuern bezahlen als unsere Sekretärinnen. Das findet auch sein Millionärskollege Ernst Prost in Neu-Ulm. Der Unternehmer, der Motorenöl herstellt, sieht die Gerechtigkeit in der Gesellschaft in Gefahr. Deshalb wäre er bereit, eine Vermögensabgabe oder eine Reichensteuer zu bezahlen. Denn in den letzten Jahren wurden die Steuern der Wohlhabenden Stück für Stück reduziert. Deshalb plädiere ich dafür, den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Ich plädiere dafür, die Vermögensteuer wieder aufleben zu lassen. Eine Finanztransaktionssteuer muss eingeführt werden. Das ist das Wesentlichste, was ich fordere. Denn dann wird nicht nur Arbeit besteuert und unternehmerische Aktivität, sondern auch dieses leistungslose Schachern mit Geld, dieses Spekulieren, dieses Finanztransaktionsgeblödele, das darf einfach nicht sein, dass heute Arbeit mit bis zu 42% besteuert wird und Kapitaleinkünfte, aufgrund von Zinseinnahmen meinetwegen, mit nur 25%. Ohne das Geld der Profiteure wird es schwer, unsere Schulden loszuwerden. Denn aus der heutigen Verschuldung von 80% werden in nur einer Generation 130%. Bei realistischem Wirtschaftswachstum von 1% und bei niedrigen Zinsen. Und schon wenn die Zinsen ansteigen auf 3%, explodieren unsere öffentlichen Schulden auf 250% der Wirtschaftsleistung. Wir haben wenig Chancen, auf normalem Weg aus den Schulden rauszukommen. Wenn Sie zu hohe Schulden haben, haben Sie im Prinzip vier Möglichkeiten. Wachstum, unrealistisch. Ein bisschen kann es beitragen, aber insgesamt nicht. Sparen auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger, das machen wir jetzt. Drittens Inflation, das ist in gewisser Weise auch erzwungenes Sparen, und zwar bei dem deutschen Mittelstand, bei denjenigen, die noch ein bisschen was haben. Und viertens Schuldenschnitte, also Schuldenerlasse. Und die Banken, die bis jetzt profitiert haben vom System, die auch leichtsinnig das System mitgespielt haben, tragen für diese Schuldenlast kaufmännische Verantwortung. Irgendwann wird uns nur noch übrig bleiben, die Banken dazu zu bringen, auf Teile ihres geliehenen Geldes zu verzichten. Eben Schuldenschnitte, wie in Griechenland. Das trifft wenigstens auch die, die mit den Schulden Kasse gemacht haben. Oder
Der Staat holt sich das Geld über eine Besteuerung der Reichen, also jenen, denen die Staatsschulden die Konten gefüllt haben. Es sind die Politiker, die im Tollhaus des Geldes aufräumen müssen. Die Politiker sind als Erste verantwortlich. Sie sollten die Banken regulieren. Sie sollten das Finanzsystem kontrollieren. Sie sind es, die sagen sollten, es reicht. Es ist zu billig, von den Bankern zu verlangen, sie sollten aufs Geldverdienen verzichten, solange die Sonne scheint. Natürlich hat die Politik es in der Hand, die Regeln des Spiels zu ändern. Wir können Finanzvermögen höher besteuern, wir können Superreiche höher besteuern, wir können Finanztransaktionssteuer einführen. Wir können so viel machen, um die Regeln wieder so zu gestalten, dass sie für die arbeitende Bevölkerung, aber auch für Mittelständler, für produzierende Unternehmen positiv sind. Geld erzeugt neues Geld und dieser Schwachsinn muss beendet werden. Wir müssen wieder dazu kommen, dass die Gelder in die Realwirtschaft fließen, damit investiert wird, damit Arbeitsplätze geschaffen werden. Dann geht es den Menschen unten auch wieder besser. Und diese Verteilung von unten nach oben muss rückgängig gemacht werden. Wenn das nicht passiert, werden die kleinen Leute wie Familie McDonough in Minnesota die Folgen der Staatsverschuldung auslöffeln. Genau wie Familie Dönch-Odenthal in Oberhausen. Sicher wird noch mehr gespart werden, hier wie dort, auf ihre Kosten. Die Inflation wird ansteigen, es schmelzen die öffentlichen Schulden der Staaten, in Deutschland wie in den USA. Zwar auch die Schulden der Privatleute, aber ebenso ihr Erspartes. Das Sparen trifft leider vor allem diejenigen, die was verdienen, also die produktiv arbeiten. Die Inflation trifft leider die Sparer, und zwar die mittleren und kleineren Sparer. Die Schuldenschnitte, die ganz wichtig sind und die bis jetzt ausgeklammert sind aus der Diskussion, die treffen die Reichen und die Banken. Deswegen müssen wir die in die Diskussion mit reinbringen. Denn es wird nicht reichen. Nur das Geld derer, die an den Schulden verdient haben, kann uns noch retten. Wie die Staatsschulden der Welt, jetzt 40 Billionen, wuchsen auch die Privatvermögen auf unserem Pleiteplaneten auf mehr als 100 Billionen. Wie heißt es so schön? Das Geld ist nicht weg. Es haben nur andere.